Checkmate. Naja, also wer ist denn schon unterwegs gewesen? Wer ist im Moment? Ist es Luciana Diniz, die in Deutschland lebende Portugiesin. Ein Marcos Ehning, Endergebnis 4 Punkte. Ein Marco Kutscher, Endergebnis 17 Punkte. Aber ein Ludger Beerbaum, Endergebnis 0 Punkte. Der hat es noch geschafft, als vierter Deutscher mit Sherman in das Stechen zu kommen. Und Meredith Michaels-Beerbaum kommt ja noch. Ja, man sollte auf jeden Fall schon mal nachschauen, wo die deutsche Fahne liegt. So, sie hätte ja fast schon ihr Lied gehört am Mittwoch. Im Preis von Europa mit diesem Pferd Winning Mood, da war sie Vierte gewesen. Da mit dem Zwischenstand haben wir jetzt 15 Paare für das Stechen. Da unten in der Ecke sehen wir sie nochmal sehr schön eingeblendet. Zumindest im Namen die obere Hälfte der 15 Paare. Ja, das Pferd, das liegt ihr. Vom ersten Moment an war das schon so, als sie es von Ludo Philippas, dem Belgier, in den Stall bekam. Und das Pferd, mit dem Ludger Beerbaum heute neu geritten ist, das hat er von ihr übernommen in diesem Jahr, von Luciana Diniz. Das Duell der Reiterin gegen ihr altes Pferd kommt damit heute zum Tragen. Auch Nullrunde, damit im Stechen als 16. Paar. Die brasilianische Portugiesin Luciana Diniz. Ja, Küsschen, Küsschen, Winke, Winke.